Bischof Feige, 25 Jahre Mauerfall. Können Sie sich noch daran erinnern, was Sie vor 25 Jahren am Tag des Mauerfalls gemacht haben? Ich kann mich noch erinnern, aber die Erinnerung wird immer schwächer, immer blasser. Ich war damals Dozent am philosophisch-theologischen Studium der Katholischen Hochschule in Erfurt. Und in dieser Zeit haben wir äußerst intensiv Fernsehen geschaut, weil dauernd ja neue Nachrichten kamen. Und an diesem Abend habe ich auch Fernsehen gesehen und konnte es dann erst einmal gar nicht glauben, dass tatsächlich die Mauer gefallen ist. Aber es war so. Und am nächsten Tag schwirrten alle unsere Studenten aus und kamen erst im Laufe der nächsten Woche allmählich wieder zurück ins Seminar und an die Hochschule. Ich selber habe mich zurückgehalten. Ich hatte vorher einige Male die Möglichkeit, auch schon aus der DDR rauszufahren. Und von daher habe ich mir damals gesagt, jetzt lass die anderen erst mal fahren. Und ich bin erst Wochen später das erste Mal nach dem Mauerfall dann nach Westdeutschland gereist. Wenn Sie zurückblicken auf die Zeit, wie hat sich die katholische Kirche von damals in den vergangenen 25 Jahren entwickelt? Welche Schritte hat sie durchlebt und an welchem Punkt ist sie heute angekommen? Es war für uns eine große Herausforderung. Neue Probleme taten sich auf, aber auch neue Möglichkeiten. Und wir mussten unsere Rolle in einer solchen freiheitlichen Gesellschaft erst einmal finden. Äußerlich kann man sagen, wir waren ja nie in unserem Gebiet eine Volkskirche. Das sind wir auch heute nicht. Wir sind aber auch nicht mehr die Diaspora-Kirche, die es zu DDR-Zeiten gegeben hat. Wir haben unsere Rolle neu definiert. Heute sehen wir uns als eine kleine schöpferische Minderheit, die im ökumenischen Geist auf dem Wege ist und mit anderen gesellschaftlichen Partnern kooperiert. Das heißt, wir leben in einer Situation, wo über 80% der Bevölkerung ja keiner Kirche und keiner anderen Religion angehören. Und das ist schon etwas ganz Besonderes. Erwartungen mancher, dass große Zahlen an Leuten wieder zum Christentum zurückkehren, die haben sich nicht erfüllt. Das habe ich damals auch nicht geglaubt, dass das sich so entwickelt. Und wir sind, das heißt Dresden, Meißen, Görlitz und Magdeburg, wir haben uns als neue Bistümer formiert, sind ja 1994 zu selbstständigen Bistümern erhoben worden und versuchen seitdem den Herausforderungen gerecht zu werden, die die Zeit an uns stellt. Nicht nur die Kirche musste sich neu aufbauen, gesamtpolitisch musste der Osten ganz viel nachholen. Bei welchem Stand sind wir da heute? Ich glaube, dass wir uns als Gesellschaft den neuen Bedingungen gewissermaßen hervorragend gestellt haben. Das war ja unglaublich, in welchen Bereichen sich jeder Einzelne umstellen musste und die Gesellschaft insgesamt. Und wir hatten ja auch kein Vorbild. Und ich meine, dass das schon gut gelungen ist. Und wenn man sich mal rein äußerlich jetzt Fotografien von damals und von jetzt derselben Gebäude oder derselben Landschaft betrachtet, dann wird man sehen, welche Veränderungen bewerkstelligt worden sind. Das halte ich also schon für wichtig und das sollte nicht schlecht geredet werden. Auf der anderen Seite, ich habe mal den Spruch gehört und der trifft eben auch zu, die Freiheit ist grauer als der Traum von ihr. Das heißt, es gibt nicht nur Gewinner, sondern es gibt auch Verlierer dieser gesellschaftlichen Entwicklung. Und da müssen wir eben auch noch sehen, ähnliche Entwicklung gibt es aber, glaube ich, auch im westlichen und südlichen Teil Deutschlands, dass die Gesellschaft insgesamt auch solidarischer noch wird. Wie werden Sie diesen Jubiläumstag, die 25 Jahre Mauerfall, begehen? Am 9. November wird in Helmstedt ein ökumenischer Gottesdienst stattfinden, wo auch die Regierung von Niedersachsen und von Sachsen-Anhalt teilnehmen. Und ich bin eingeladen worden, bei diesem Gottesdienst zu predigen. Herzlichen Dank für das Interview. Danke.